16. Spieltag in Hamburgs Oberliga. Der Niendorfer TSV empfängt zum Auftakt ins neue Fußballjahr 2022 den HEBC. Für den Spitzenreiter ist es das erste Pflichtspiel im neuen Jahr. Die Gäste aus Eimsbüttel spielten bereits in der vergangenen Woche 2:2 gegen Buchholz. Und die erste Gelegenheit hatte der Spitzenreiter, hatte Niendorf. Federslupfer geht jedoch am Tor vorbei. Dann ist es Amadi. Für den TSV setzt sich an der Grundlinie durch. Aber Ordner im Kasten von HEBC lässt sich aus dem Spitzenwinkel nicht überrumpeln. Die darauffolgende Ecke für Niendorf findet Amadi. Der köpft ihn jedoch nur an die Latte. Dann Ecke auf der anderen Seite. Und da ist es Wilhelm, der ebenfalls die Querlatte trifft. Wenig später nochmal Ecke. Kapitän Wrede für HEBC. Knapp drüber. Ein munteres Hin und Her in der Anfangsphase der Partie. Dann mal wieder Niendorf über links. Das ist Gries, der den Abschluss sucht. Ordner hält. Situation eigentlich geklärt, aber der TSV hat wieder den Ball. Das ist Fedai. Und er findet die Lücke zum 1:0. 22 Minuten waren da gespielt. Martin Fedai mit der Führung für den TSV. Guckt sich die lange Ecke da aus und schiebt den Ball sicher ein. Nach dieser munteren Anfangsphase war dann nicht mehr viel los. Niendorf geht mit einer verdienten Führung in die Pause. Und hatte dann auch im zweiten Durchgang zunächst die Nase vorn. Torhüter Gräfe mit einem langen Ball in die Spitze. Die HBC-Abwehr wissen nicht, wer hingehen soll. Und dann ist es Gries mit dem Lupfer. Aber auch er trifft nur Aluminium zum dritten Mal in dieser Partie. HBC hauptsächlich über Standards gefährlich. Allen voran Ecken. Hier probiert es Köhler aus Nahdistanz. Und dann nochmal eine Ecke. Und dann gibt es Proteste von HBC. Handspiel und der Schiedsrichter, er zeigt auf den Punkt. Lasse Holz sieht hier das Handspiel eines weiß gekleideten Spielers und deswegen die Entscheidung aus meiner Sicht vertretbar. Und der Elfmeter wird sicher verwandelt vom eingewechselten Leon Jonah Jodeit. Nach einer Stunde ist der HBC zurück in der Partie. Doch dann wieder Niendorf. Amadi erobert den Ball hier an der Grundlinie. Und seine Flanke findet am langen Pfosten Daniel Brückner. Der 40-jährige Ex-Profi, der reichlich Erfahrung von der ersten bis zur dritten Liga hauptsächlich für den SC Paderborn sammelte, bringt nur wenige Minuten nach dem Ausgleich die Gastgeber wieder in Front. Danach kurze Rudelbildung, passend zu einem sehr aufgeheizten Spiel. HEBC versucht es mit dem Freistoß durch Butler. Doch Gräfe im Tor des TSV kann den abwehren. Und wieder Ecke für den HEBC. Kommt an den langen Pfosten. Und da ist wieder Jodeit. Doppelpack des Jokers. In der 85. Minute trifft er zum 2:2. Die Ecke zu lang zunächst, dann wieder reingegeben und Jodeit lässt den Ball gekonnt über den Scheitel fliegen. Kurzer Schluss also, wieder ausgeglichen. Niendorf wollte allerdings unbedingt den Sieg und erobert sich den Ball nochmal. Gries ist das hier, der marschieren kann und er probiert es selbst aus der Distanz, aber knapp am Kasten von Nils Ordner vorbei. Wir haben bereits die 90. Minute überschritten. Wieder die Gastgeber, wieder Niendorf. Meier ist das, der in die Mitte zieht. Steckpass zu Kutschke. Und er findet in der Mitte keinen eigenen Spieler. Aber der Ball ist im Tor. Lauren Aug mit dem Eigentor in der Nachspielzeit. Der TSV mit dem Last-Minute-Erfolg gegen HEBC. Erstmal Dankeschön und ich würde sagen, es war ein heißes Spiel am Ende. Ich bin der Meinung, wir haben verdient gewonnen, weil wir die Chancen
in der Anzahl mehr hatten als HIBC. Erste Halbzeit vor allem. Und im Großen und Ganzen war es ein schönes Spiel. Für mich auch, auch wenn es gegen meinen alten Heimatverein geht. Freue ich mich immer drüber. Also wir haben verdient gewonnen, meiner Meinung nach. Also wir nehmen auf jeden Fall mit, dass wir uns vor niemandem verstecken müssen, weil Niendorf, glaube ich, schon auch berechtigterweise ganz oben steht. Das ist spielerisch so mit die Top-Mannschaft hier in dieser Staffel. Und ja, wir nehmen einfach mit, dass wir auch gegen solche Mannschaften dagegenhalten können und auch uns Punkte erarbeiten können. Ayat Mohammad sammelte die Stimmen zum Spiel.